Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zurück im nächsten Teil von Let's Play Together, Professor Layton und der Turm. Wir sind in Kapitel 9 angelangt und haben anscheinend ein Geheimnis gelöst. Kannst du auch reden? Nein, ich kann nicht reden. Wir haben ein Rätsel übersehen. Seltsame Schnitte. 55. Ah, oh, schon wieder speichern. Da. Na, wie lange? Wie lange? 10:49. Sollen wir erst Oma machen oder sollen wir rein? Ja, erst Omse. Omilein. Omse! Eine Hinweismünze. Ich sag Omse. Ach, die hätte auch ruhig im Koffer des Professors wohnen können. Die Latscherei hier immer. Hast schon recht, da passt eine Pension rein, da passt ein Bild rein. Ja, oder? Neues Kapitel, aber sie sagen alle dasselbe. Toll. So, Emilein, da sind wir. Ja, Omse. Na, ja, will ich. Sonst wäre ich ja wohl kaum hier. Schnitte, das hört sich schon wieder so nach Segen an. Seltsame Schnitte. Und eine süße Frau. Aus den Überresten ihres Frühstückes hat Beatrice eine ziemlich merkwürdig geformte Schnitte improvisiert und würde sie gerne fein säuberlich in ihrer Brotdose verstauen. Jetzt bist du dran. Wie oft musst du die Schnitte mit dem Messer teilen, damit sie in die Dose passt? Wieso fragst du mich das? Ja, weil du sowas gerne löst. Ich esse aber in der Schule keine Schnitten. Ich kaufe mir da mal was. Ah ja, nein, du musst was haben. Also ich sage einmal. Würde ich auch sagen. Muss nämlich nur noch einmal so lang stehen da. Ja, so. Eben. Räumliches Vorstellungsvermögen. Bam, badada, papa. Tisch. Critical thinking is the key to success. Stimmt, genau. Wenn du entdeckt hast, wie gut die vorstehenden Kanten ineinander passen, ist es ganz einfach. Lecker. Aber bestimmt, wo man ja Pension... Oh, Stuhl! Möchtest du einen Stuhl haben? Ich hab doch gar keinen Tisch, du hast einen Tisch. Aber ich hab doch schon einen Stuhl dazu. Nee, du hast einen Hocker, da stehen deine Blumen drauf. Ich geb dir jetzt einen Stuhl. Kannst du dann, wenn du nachts schlafen gehst, kannst du da deine Sachen draufstellen. Toll. Ich bin doch hier nicht im Urlaub. Das ja, harte Arbeit. Das wäre aber mal was Schönes. So mit dir mal ins Tropical Island, das wäre da mal was. Schon wieder? Warst du auch schon 80 Mal? Ja und? Da kann man nicht genug hin. So. Nochmal eben schnell was gucken. Da. Oh, dieser Stuhl gefällt mir nicht. Guck mal hier, ganz nett. Du hast da einen Schreibtisch. Siehst du? Was könnte man denn zufällig noch tauschen? Nett, etwas eckig, aber gar nicht schlecht. Da, siehst du? Was könntest du noch machen? Wie sieht's mit der Uhr aus? Könnte nützlich sein, man sollte immer die Uhr im Auge behalten. Aber das ändert nichts. Na, du hast ja schon was über dem Bett hängen, Mensch. Ja und? Das kann ja nicht schaden. Kracht alles auf dich drauf. Welche Pinselführung? Hübsches Bild, aber ich kenne mich mit sowas nicht aus. Wo? Hä? Nee, da im Schrank. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich freue mich schon, na okay, später. Wir wollen jetzt endlich mal in den Turm. Du meinst in den Turm. Mystery Castle. Ah! Münzen. Münzen! Bist du aufgeregt, ey? Ach Mann! Hallo. Oh. Hallo. Wieso sind hier keine Münzen? Wieso hilft Andy uns nicht? Wenn ich jetzt da auf die Tür klicke, geht da rein. Nein. Ich schätze, das ist ein Rätsel.
nur eine Münze. Nun, es sieht so aus, als hättet ihr schon 75 Rätsel gelöst. Tretet ein. Ach, guck an, da brauchst du auch wieder Rätsel. Wir haben schon über 100. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich finde es hier unheimlich. Außerdem ist es so düster. Das sieht man ja gar. Oh, na sowas. Ich bin gerade abgesackt. Seltsam. Na toll, das war's dann mit den Hinweismünzen. Autsch! Auch nicht schlecht. Au, mein Gott! Oh, du hast Strieben im Gesicht. Hallo, ist alles in Ordnung, mein Junge? Hast du dich verletzt? Keine Sorge, Professor. Mir geht's gut. Und Ihnen? Mein Zylinder ist ein wenig eingedrückt, aber mir ist nichts passiert, was ein heißes Bad nicht lindern könnte. Aber wo sind wir eigentlich? Ja, in dem Magen. Magen der Bestie. Dieser Raum ist bis zur Decke vollgestopft mit Maschinen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wofür die wohl gut sind? Was um alles in der Welt? Professor, sehen Sie mal, dort an der Wand. Du lieber Himmel. Auf dieser Armatur sind Bilder von allen Leuten aus Saint-Mystier. Und was ist das? Hier hängen lauter Schlüssel mit den Namen der Dorfbewohner. Professor, was ist, wenn man von hier aus jemand ganz Saint-Mystier überwacht? Big Brother is watching you. Sehen Sie mal, da ist eine Treppe. Lassen Sie uns rasch verschwinden. Hier ist es einfach unheimlich. Ja, du hast recht, Luke. Lass uns lieber gehen. Ach, aber bevor wir gehen, lösen wir noch tausende von Rätsel und suchen Münzen. Richtig. Münzen. Hatten wir nicht genau dasselbe Bild auch im letzten Teil bei der Zukunftsdingen? Da müssen wir auch im Turm aufklettern. Ja, aber der Turm sah anders aus. Und dann ist das Auto einfach rumgeflogen. Ja, genau. Das Leighton-Mobil. Jetzt stehst du die ganze Zeit nur doof vom Dorf. Oho, was ist das für ein Notizbuch? Hast du etwas Interessantes gefunden? Das ist bestimmt das Notizbuch, aus dem wir die ganzen Zettel gefunden haben. Das denke ich auch. Ich glaube schon. Es sieht so aus, als hätte jemand in diesem Notizbuch sein Tagebuch geführt. Es wird nicht mehr lange dauern. Schon bald wird das Dorf seine Aufgabe endlich erfüllen. Ich habe so lange darauf gewartet, je näher der Zeitpunkt rückt, desto einsamer fühle ich mich. Ich hoffe, dass am Ende zumindest mein kleiner Schatz glücklich wird. Offenbar hat das Tagebuch einiges mitgemacht. Die Seiten sind völlig verknittert. Bestimmt stammen all die Zettel, die wir im Dorf gefunden haben, ursprünglich aus diesem Büchlein. Okay. Aha. Schläft also doch nicht. Was denn, keine Rätsel hier? Das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, fettes Ding, ey. Oh, fettes Teil, ey. Geil, ist geil. Tja. Aber wieso gibt's jetzt hier überall nur noch eine Hinweismünze? Keine Ahnung. Ist einfach schlechter im Suchen. Naja, das glaube ich nicht. Ich würde auch mal gerne wissen, wie viele Hinweismünzen es hier in diesem Spiel gibt. Das ist eine gute Frage. Naja, warum weißt du die nicht? Weil ich nicht allwissend bin. Na, das bezweifle ich. Okay. Na, muss mal raus hier. Schade. Schade. Was geht denn hier vor? Sie! Bruno, hatten wir den schon? Nein. Mach du den. Der sieht so bärtig aus. Hier schon wieder. Was tut ihr hier? Was habt ihr vor?
Moment mal, wovon reden Sie überhaupt, mein Herr? Ich wusste es. Ihr seid hier, um meine Geheimnisse zu stehlen, nicht wahr? Nicht wahr? Tut nicht so unschuldig. Ich sehe es euch doch an. Denkt nicht, ich hätte euch nicht im Auge gehabt. Ihr zwei habt schon das ganze Dorf auf den Kopf gestellt und mir meine Arbeit erschwert. Mir reicht's. Gebt mir Nummer 38 zurück, sonst gibt's Ärger. So beruhigen Sie sich doch. Hören Sie uns doch einen Moment zu. Wir wollen Ihnen keineswegs im Weg stehen. Wir sind lediglich auf der Suche nach dem goldenen Apfel. Wir wissen überhaupt nichts über diese Nummer 38, von der... Den goldenen Apfel, wie? Ihr beide seid also wirklich auf der Suche nach dem goldenen Apfel? Ja, so ist es. Wissen Sie vielleicht etwas, das uns weiterhelfen könnte? So ist das also. Na, wenn es wirklich das ist, was ihr sucht. Das, was ihr sucht, wartet ganz oben, wer hätte es gedacht, auf diesem Turm auf euch. Aber seht euch vor, denn die Rätsel in diesem Turm sind schwieriger zu knacken als eine Nuss aus Granit, wer hätte es gedacht. Ihr habt zwar einen guten Ruf, was ihr das Rätsellösen angeht, aber ob ihr wirklich damit fertig werdet... Wieso verraten Sie uns sowas? Bestimmt wollen sie uns nur in eine Falle locken. Und was hätte ich davon, euch in eine Falle tappen zu lassen? Abgesehen davon ist meine Pflicht, denjenigen zu helfen, die den goldenen Apfel suchen. Ich war zwar etwas verwirrt, weil ein Störenfried mir Scherereien. Aber jetzt ist mir alles klar. Mit dem Halunken habt ihr beide nichts zu tun. Wenn es Ihre Pflicht ist, uns zu helfen, verraten Sie uns doch dann auch das Geheimnis von Sir Mysterie. Na gut. Ich heiße Bruno. Das wissen wir. Ich arbeite für die Familie Reinhold. Ich regle das Leben in Sir Mysterie schon seit einiger Zeit von diesem Turm aus. Das Leben in Sir Mysterie? Sie regeln das Leben seiner Bewohner? Richtig? Wovon um alles in der Welt reden Sie beide eigentlich? Dir ist doch sicher auch aufgefallen, Luke. Erinnerst du dich an die Zahnräder, die wir gefunden haben? Und an all die Schlüssel im Keller des Turms? Ach, guck mal, richtig, genau, Bruno, das war der mit dem Bums da, mit... Ach ja, genau. Alle Einwohner von Sir Mysterie sind Roboter und Bruno, dieser Herr hier, hat sie erbaut... Was? Och, das wird schon wieder genauso weltfremd wie der dritte Teil. Ja. Was soll das heißen? Alle Einwohner sind Roboter. Anders gesagt, die Einwohner von Sir Mysterie sind keine Menschen, sondern hochentwickelte Puppen. Es sind Roboter, mein Junge. Ich gestehe, ich bin erstaunt, dass jemand solch ausgeklügelte Maschinen zu entwerfen vermag. Sie müssen ein begnadeter Ingenieur sein, Bruno. Ganz schön lieb. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so viel selbst herausfinden. Aber da muss Flora doch auch ein Roboter sein. Na, wer weiß. So viel? Was meinen Sie damit? War das etwa noch nicht alles? Sir Mysterie ist kein richtiges Dorf, Luke. Bruno und der Baron haben es zusammen erschaffen. Liege ich soweit richtig, Bruno? Nun, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Baron glaubte, dass sich eines Tages ein würdiger Erbe für sein gewaltiges Vermögen fände. Er beauftragte mich, das Dorf und all seine Bewohner zu bauen, um für diesen Tag gewappnet zu sein. Als alles fertig war, versteckt er seinen wertvollsten Schatz, den goldenen Apfel, auf diesem Turm. Und ich sollte diesen Schatz mit meinem Leben vor allem Unheil bewahren. Ich werde ihn weiter beschützen, solange bis jemand das Rätsel des goldenen Apfels lösen kann. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr Baron Reinhold der Schutz seines Schatzes am Herzen lag. Es ist nicht irgendein Schatz. Der goldene Apfel war das wertvollste Gut des Barons. Aber wieso macht er sich all die Mühe und baute ein ganzes Dorf, nur um ihn zu schützen?
Na, hoppla. Offenbar habe ich schon zu viel ausgeplaudert. Ich sollte lieber nichts mehr sagen. Die Antworten, nach denen ihr sucht, findet ihr ganz oben auf der Spitze des Turms. Na los, zeigt mir, ob ihr diejenigen seid, die das Rätsel des goldenen Apfels tatsächlich lösen können. Eieieiei. Ah, wieder was gelöst. Ratetsch. Was? Nur zwei Stück? Nur zwei Stück? Oh, schade. Mhm. Ach, gucke an, wo sind wir jetzt hier? Das erfahren wir im nächsten Teil. Okay. Bis zum nächsten Mal, Freunde. NRW über 18. Adieu. Und ciao.